Sie wirbelt so fröhlich durch ihr Haus in Gröbenzell bei München, dass es eine Freude ist. Ein Handwerker erschien gut gelaunt früher als geplant und nun muss improvisiert werden. So etwas passiert Monika Baumgartner, 69, öfter, wie sie in ihrem neuen Buch über ihr Leben erzählt. Als Mutter des Bergdoktors ist sie so beliebt, dass ihr manchmal solch unerwarteter Segen zuteil wird. Allerdings ganz ohne ihr zu tun, beteuert sie, und das glaubt man der bodenständigen Schauspielerin aufs Wort. Für Gott, ruft sie dem netten Arbeiter hinterher und ist dann ganz bei Bunte.